Und somit kommen immer Leute auf uns zu und fragen, wie machen wir das und welches Konzept steht dahinter. Und dann sagen wir natürlich, klar, probiert das mal aus, nehmt den Nukleospray-Joghurt, stellt den in saubere Schalen den Tieren zur Verfügung nach der Biestmilch und das Resultat ist meistens sehr erfolgreich. Ja, herzlich willkommen auf dem Betrieb Angenennt in Dingen im Westmünsterland. Wir sind ein Ferkelerzeugerbetrieb mit Teileigenmast. Wir haben die Leistungsdaten mit 29,1 abgesetzte Ferkel bei Netto-Lebendtageszunahme von 685 Gramm. Wir verwalten unsere Daten, die kompletten Betriebsdaten, wie Futterverbräuche, wie die Sauenplanerdaten, wie die Schlachtdaten, verwalten wir in einer Online-Datenbank. Wir haben das Nukleospray-Joghurt hier mit eingebracht vor gut 3 Jahren, aus dem Grund, dass wir die großen Würfe besser handeln wollen und können somit. Und dieses hat sich sehr positiv ausgewirkt, dass dort auch dann die Qualität der abgesetzten Ferkel sich deutlich erhöht hat. Also das sind jetzt 15 Stück, ziemlich gleichmäßige. Die sind 3 Tage alt. Wir haben hier eine Sau, eine Landrasse Large-White-Kreuzung ist das. Die hat 16 Zitzen, 15 Ferkel, ziemlich ausgeglichen. Und wir brauchen einfach den Joghurt, um diese Ausgeglichenheit des Wurfes auch durchzuziehen. Sehr interessant zu sehen, gerade dann auch solch ein Tier, wie man jetzt hier erkennt, was es sehr nötig hat noch. In vollen Zügen saufen die Milch, in vollen Zügen. Wir arbeiten auch nicht mit Ammensauen, weil gerade die Problematik alles rund um Ammensauen, die möchten wir eigentlich umgehen. Also nach einem halben Tag ist der Liter verbraucht und aufgefressen von den Tieren. Wir haben den Nährstofftransport ins Tier und gerade dieser Nährstofftransport ist entscheidend dafür, dass wir auch hohe Leistungen, hohe Tageszunahmen später in dem Flatdeck-Bereich und auch in der Mastperiode beibehalten können, weil die Tiere müssen das einfach lernen, Nährstoffe aufzunehmen. Hier auf dem Betrieb ist es so, dass wir einen fließenden Übergang bereiten für die Ferkel und diesen fließenden Übergang, den Vorteil davon sehen, dass wir sehr, sehr zeitig zur festen Futteraufnahme kommen. Diese feste Futteraufnahme ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, damit wir später, sprich in 11 Tagen werden diese Tiere abgestallt, dass wir im Flatdeckstall mit gleichem Futter weiterarbeiten können und somit das Leistungspotenzial voll ausschöpfen. Dass die Zufütterung in den ersten Tagen zwingend notwendig ist, weil dieses Entdecken und dieses Buchterkunden findet ganz einfach auch direkt nach der Geburt statt. Sie müssen sich orientieren und die Ferkel, die sofort feststellen können, oh, da ist mein Schlafplatz und daneben ist auch noch eine Schale mit Milch und die schmeckt auch noch gut, ist doch klar, dass sie dieses Futterangebot eher wahrnehmen als die Ferkel, die nach 3 oder 4 Tagen irgendwo in irgendeiner Ecke der Bucht ein Milchschälchen finden und das nicht zuordnen können und dann da auch nicht in die Milchaufnahme gehen. Die Mehrleistung, die dahinter steckt, die macht sich auf jeden Fall bemerkbar und es lohnt sich dann auch.